Ja, hallo und willkommen zu diesem Short. Ich habe ihm endlich mal zugelegt hier diesen CD-Kassetten-Radio, sagen wir mal. Ich wollte eine etwas bessere Marke haben. Jetzt kann ich meine hier mal als Beispiel meine John Sinclair CDs wieder anhören. Was ich blöd finde, man kriegt den Fachmarkt gar nicht mehr direkt im Markt, man kann ihn nur bestellen. Das finde ich ein bisschen blöd, da muss ich halt online bestellen dann. Dass ich mal die neueste mal wieder höre. Und meine Jantenna-Kassetten kann ich wieder hören. Kassettendeck. Wie ich erfahren habe, ist natürlich die Seite, die dann nach vorne ist. Meinetwegen Seite 1. Die legt man dann so rein, dass man dann vorne die 1 sieht. Dann hat man Seite 1 am Laufen. Und Radio. Morgens höre ich dann immer Radio. Deswegen alles drei zusammen. Ich finde es ganz toll. Kann ja auch die eigene Musik hören. Muss ich nicht diese... Wenn wir Premium ohne Abo dann machen, was immer was kostet. Oder wenn man da Musik hört, dann hat man dauernd diese Werbeunterbrechung. So schmeiße ich ab und eine CD rein und höre mir meine Musik an. Deswegen habe ich mir das geholt. Witzig ist, ich wollte mir eigentlich eine Fernbedienung holen. Für den Fernseher eine neue. Für alle LG-Geräte war das so ein Teil. Und da bin ich auf die Idee gekommen, da habe ich die auch gesehen, hier diese CD-Kassetten-Radios, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Steht denn drauf? Soundmaschine. Hört sich noch besser an. Ich wollte aber nicht so eine günstige Marke holen, da habe ich mir halt Philips geholt. Was soll ich groß noch sagen? Ich bedanke mich und tschüss, bis zum nächsten Mal.